Wahnsinn, hey Löwen, kommt rein. Bache, wir haben Besuch. Ja, bist du deppert. Ist denn schon Hausbesuche? Ja, auf geht's, fangen wir an, oder? Ja gut, das ist der Felix Bachschmidt, 20 Jahre alt. Ist jetzt auch seine zweite Saison im Herrenbereich. Dritte. Kann ich nochmal neu anfangen? Ja, das ist doch, machen wir auch weiter. Okay, dritte Saison im Herrenbereich. Und ja, von der Position klarer Stoßstürmer, Rechtsfuß. Und von seiner Persönlichkeit super Typ, für jeden Spaß zu haben. Ja, kann man über alles reden, außer wenn er anfängt, niederbayerisch zu reden. Da verstehe ich als Münchner dann immer viel. Aber auf dem Platz kann er halt den Schalter total umlegen, gibt Gas, setzt sich fürs Team ein und ja, ist eine wichtige Stütze für uns. Links neben mir ist der Köppi, Christian Köppel. Wie gesagt, den meisten unter Köppi bekannt. Seinen engsten Vertrauten auch als Sergio Kuhn bekannt. Und ist Linksverteidiger bei uns in der Mannschaft, aber alternativ auch Innenverteidiger, zuletzt öfter Innenverteidiger. Letztes Jahr aber auch Außenspieler, Achter, also er ist Allrounder, er kann alles spielen. Und ja, ich glaube, du bist jetzt seit 11 Jahren im Verein. Also nach fast, ich glaube, der war am zweitlängsten im Verein ist. Und ist für viele hier einfach, ja, zu dem man, ein Spieler eben, zu dem man hochschaut, der eben die jungen Spieler auch aufnimmt. Als ich damals auch zu 21 gekommen bin, war der Köppi auch einer, der mich eben geführt hat, der mir eben Weg geleitet hat. Und so macht das auch bei den Jungen, die jetzt wieder hochkommen, und ist einfach ein extrem wichtiger Spieler für uns. Den Köppi besonders als Mensch macht, ja, der ist einfach ein lustiger Vogel, aber der ist auch so einer, der ist eben auch sehr intelligent, der macht auch mal geistig niveauvolle Witze, die dann andere vielleicht nicht kapieren, und er sich dann heimlich darüber lachschlappt und erst wenig später kapieren dann die meisten die Witze. Ich glaube, du studierst ja auch, oder? Ja, ich studiere, ja. Ja, also der hat schon was im Kopf auch, der ist kein dummer Vogel. Ja, der Bache, der hat bis vor kurzem, also eine Saison jetzt, in einer WG gewohnt. Und es war keine normale WG, also hatte 14 Kollegen und Kolleginnen da drin, also zu 15 waren sie da. Und ja, einerseits sehr lustig, also Fußball oder irgendwelche Sportevents waren immer top da. Also hatten auch einen Beamer, also ja, muss man schon mal. Ging richtig der Punk ab, aber ja, es ging eben auch der Punk ab. Samstag ist Spieltag, die meisten waren vielleicht Studenten oder so, und die haben dann Freitag mal ordentlich auf die Kacke gehauen. Und ja, es war für ihn dann auch nicht einfach. Da hat er sich in seinem Kellerloch unten verkrochen, hat versucht, ein paar Stunden zu schlafen, aber sicherlich war das jetzt nicht immer optimal für ihn, aber ich denke, auf jeden Fall eine gute Erfahrung für ihn. Der Köppi ist teilweise ein bisschen ein Trödler, soll jetzt nicht negativ sein, aber da ist er dann mal so zwei Vertreffpunkte, Köppi, ja, komm jetzt, ich so, Köppi, komm, er so, ja, ich muss nur kurz hier die Kontaktlinsen reintun. Ja, aber teilweise ist das mit dem Trödeln, also das kommt vielleicht auch falsch rüber teilweise, weil du bist halt einer, der bleibt halt nach dem Training noch da. Ja. Muss ich mal was erzählen, da war es einmal so, nach dem Training ist man so daheim noch so um 5:30 aus, um 6 ist spätestens jeder weg. Bin ich irgendwann um 10 mal wieder gekommen, weil ich was vergessen gehabt habe, war im Köppi sein Auto noch da gestanden. Ne? Gehe ich rein, der Köppi sitzt da, dehnt sich noch und macht sonstige Sachen, also der ist... Was das angeht, der ist sehr diszipliniert und achtet da sehr auch auf seinen Körper. Und wird da vielleicht als Trödler teilweise auch missverstanden. Ja, ich komme aus Niederbayern, da ist es noch... Also ich bin gern daheim, da ist es idyllisch, da wir haben es wunderschön zu Hause, ich fahre gern heim. Wohne jetzt aber auch schon... Also mit 15 bin ich damals ausgezogen, ins Internat zu 60. Und da hat man dann nochmal einen ganz anderen Bezug, weil man halt eigentlich nicht von zu Hause genervt wird, oder sondern man freut sich immer, wenn man nach Hause kommt. Ist nicht so wie du, wie der Köppi, der... Wohnst du eigentlich noch zu Hause? Ja. Ja, der zu Hause wohnt, der wollte ich jetzt nicht erwähnen, aber es ging, ja. Aber so bei mir, wenn ich heimfahre, dann bin ich glücklich, dann bin ich froh, dass ich meine Eltern sehe, dass ich meine Familie sehe, dass ich meine Freundin sehe. Ja, das ist super. Das sind kroatische Wurzeln, oder? Ja. Kannst du auch ein bisschen Kroatisch? Erzähl doch mal was. Ja, 4-5 Wörter, also... Man muss auch dazu sagen, noch, der Köppi, der redet auch immer im Stübel, da arbeiten teilweise ein paar kroatische Frauen, mit denen, die denken, glaube ich, immer noch, du kannst Kroatisch. Ja, auch die Putzfrau, ja. Dann reden die immer mit dem Köppi Kroatisch,
Und er antwortet immer nur, ja, ja, okay, okay. Und die checken nicht, dass du... Dobro, Team. Die checken es nicht, dass du gar nicht Kroatisch kannst. Ja, nach dem zweiten Satz muss ich mich halt dann verabschieden. Kapitinja. Das ist auch ganz lustig immer. So, was Bahi und ich verbindet oder was wir gemeinsam schon gemacht haben. Wir waren jetzt im Sommer zusammen im Urlaub. Ein paar gemütliche Tage. Bisschen relaxed und nicht viel los. Wir müssen schon ehrlich sein. Wir können hier wir waren, aber das war vom Trainer abgesegnet, nicht, dass es hier falsch verstanden wird. Wir waren Teil von der letztjährigen U21-Mannschaft, waren wir auf Mallorca am Ballermann. War aber auch ganz lustig. 4 Tage waren das. Danach mussten wir erst nochmal einen Urlaub buchen. Ne? Aber war wirklich super. Und in die Details müssen wir jetzt nicht gehen, oder? Weiß auch nicht. Da wir schon gerade über Malle geredet haben, sollen der Hille und der Erik mal noch ein paar bisschen Details dann vielleicht erzählen vom Urlaub. Und weil die waren auch dabei und ja, der nächste Hausbesuch ist dann bei euch. Also Leute, servus, macht es gut. Grüße auch in die Heimat und bis zum nächsten Mal.